Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute auf diesem Kanal. Ich freue mich heute sehr, die Julia Peini neben mir sitzen zu haben. Und die Julia, oder mit der Julia möchte ich heute ein interessantes Thema besprechen. Und zwar habe ich kürzlich die Julia im Internet entdeckt. Die Julia hat nämlich auch einen YouTube-Kanal, der heißt ganz einfach erstmal Julia. Den werde ich auch oben mit den Infokarten verlinken. Und unser Thema geht heute in Richtung Bildungsfreiheit, denn die Julia, die war mal Grundschullehrerin, hat also mit dem Referendariat insgesamt 8 Jahre in der Grundschule gearbeitet oder mehrere oder an einer. Und Julia sagt, sie wird nicht wieder in diesen Beruf zurückkehren als Grundschullehrerin. Und das interessiert mich immer besonders, weil ich mich ja auch schon länger für Bildungsfreiheit interessiere, Homeschooling, Freilernen, mich auch mit vielen Lehrern schon ausgetauscht habe, mit Eltern, mit Kindern in den letzten Jahren, habe auch schon mindestens 2, 3 Videos zum Thema Freilernen. Lernen ohne Schule gemacht. Und genau, Julia, deswegen frage ich erstmal, was war eigentlich so deine Intention, Grundschullehrerin zu werden? Wie hat sich dieser Wunsch erstmal so gefestigt bei dir damals vor dem Studium? Also erstmal hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich freue mich auch ganz sehr. Ja, dann lege ich gleich los. Also ja, mit Kindern konnte ich schon immer gut. Also die haben irgendwie immer an mir dran gehangen und ich bin auch ziemlich geduldig mit Kindern. Mit Erwachsenen, naja, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja, also Lehrer sein war schon immer so mein Thema. Und eigentlich wollte ich Englisch Gymnasiallehrer werden und habe das dann aber nochmal überdacht, weil wir hatten ja in Erfurt diesen Amoklauf. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, das ist, also da hatte ich schon so das Gefühl, dass in der Grundschule der ganze Druck und dieses ganze System noch nicht so, so heftig ist. Und dann habe ich mich nochmal umentschieden, aber auch noch über andere Umwege, aber das würde jetzt zu weit führen. Also ja, ich habe immer Kinder gemocht und wollte einfach immer irgendwie mit Menschen was machen. Genau. Und dann hast du ganz normal studiert, das Referendariat gemacht. Ich habe ja auch schon gesagt, du hast da insgesamt mit Referendariat 8 Jahre in der Grundschule gearbeitet. Wie kam es denn dann zum Umdenken oder was waren so deine Erfahrungen in der Grundschule? Wie hast du das so erlebt in diesen 8 Jahren? Also ich habe ja an verschiedenen Schulen gearbeitet. Also im Referendariat war ich an einer kleinen Dorfschule. Das war so ganz gemütlich und ja, frisch vom Studium war ich da noch nicht ganz so kritisch vielleicht und habe das alles erstmal aufgenommen, so wie es eben so war, wie es eben so geht. Man hat ja auch viel mit sich selbst zu tun am Anfang, mit seiner eigenen Lehrerpersönlichkeit, mit seiner Autorität oder eben auch Nicht-Autorität. Solche Fragen beschäftigen einen dann ja gerade im Referendariat, weil da wird man ja selber total beobachtet. Also da sitzen ja dann manchmal 7, 8 Leute mit im Raum und gucken dir zu, wie du das jetzt machst. Und das ist auch eine sehr anstrengende Zeit, also glaube ich, im Leben eines jeden Lehrers. Und dann habe ich meine erste Stelle angetreten und das ging für mich gar nicht. Da saß ich nach einem halben Jahr mit 2 Kündigungsschreiben, eins für mich, eins fürs Schulamt, beim Schulamt, und habe gesagt, nee, also da waren halt so, kamen Sachen im Lehrerzimmer wie, ja, die könnten ja ruhig mal eins draufkriegen und solche Dinge, ne? Also das war wirklich Begegnung der dritten Art, weiß ich nicht. Und dann, ja, wollte ich eigentlich an eine freie Schule gehen. Und dann haben die halt nochmal gesagt, ja, es gibt ja nicht nur diese eine Schule. Und da ich vorher schon an eine andere, viel für mich stimmigere Schule abgeordnet war, also ein paar Tage die Woche halt dort war, bin ich dann an die Schule gegangen. Und die war auch natürlich wesentlich offener und freier als als meine erste Stelle sozusagen. Und bin dann dahin gegangen. Und dann hat sich das einfach, ja, dann ist man natürlich immer wieder, wenn man immer wieder neu anfängt, muss man sich immer erst wieder reinfuchsen. Und dort war es halt, ja, relativ frei, jahrgangsgemischte Gruppen und viel Wochenplan. Und es war für die Zeit, in dem Moment, für meinen Bewusstseinsstand okay. Es war natürlich für mich, weil ich auch hochsensibel bin, stressig immer. Also ich hab das erst im Nachhinein so ein bisschen aufgerollt, dass ich eigentlich da auch völlig
überfordert war, immer mit diesen ganzen Eindrücken, die Kinder, die Kollegen, die Eltern. Und ja, aber ich habe, also es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch jetzt keine negativen Rückmeldungen bekommen oder so. Also es bin halt so mitgeschwommen, Jahr um Jahr. Und dann kommen ja immer wieder, ich hatte erste, zweite Klasse Jahrgangs gemischt, dann kommt immer wieder eine halbe Klasse dazu. Und dann bist du halt immer so in diesem Weitermachen, Weitermachen. Und ja, dann waren natürlich über die Jahre immer Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich mir dachte, ach, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Mit den Kindern oder wenn andere Kollegen meinen Kindern irgendwas ins Hausaufgabenheft eingetragen haben, sie sollen sich doch die Haare mal schneiden oder die wenigstens zurückbinden oder solche Sachen, da habe ich dann schon den Eltern gesagt, nee, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Oder als dann auch Ritalin so ja, mich auch dann ein bisschen so beschäftigt hat, weil es eben auch Schüler von mir betroffen hat, da habe ich halt auch gemerkt, wie das schon so empfohlen wird, einfach so. Und ich habe dann immer versucht, die Eltern noch ein bisschen abzuhalten davon, weil ich da wirklich ein absoluter Gegner bin. Ich meine, wer jetzt sagt, mir und meinem Kind hat super geholfen, ja, okay, das ist ja auch eine individuelle Entscheidung, aber für mich als Lehrerin war es schlimm, sozusagen, dass das Kind das nehmen muss, damit ich, also ich war jetzt nicht die das initiiert hat, aber quasi damit dieser Schulalltag, den ich ja auch repräsentiere, irgendwie weiterlaufen kann. Ja, und so haben sich halt einfach die Erlebnisse über die Jahre zusammengesammelt und dann wurde ich schwanger und dann war ich ja erstmal raus. Und dann kam so ein großer Wandel für mich nochmal, obwohl der vorher schon angefangen hatte. Ich war halt immer oft krank und weil ich eben auch hochsensibel war und mich damals noch nicht ordentlich so abgeschirmt habe oder geschützt habe manchmal, ja. Und habe dann schon angefangen, mich mit Ernährung zu befassen und meine Gesundheit wieder selber aufzupäppeln mit Heilpraktika etc. Und da habe ich auch deine Videos geguckt, immer das, die Wildkräuter, ne, im Park. Und genau. Und also es hatte schon angefangen sozusagen, dass ich mich da so ein bisschen wegentwickelt habe vom kompletten Mainstream, in dem ich, glaube ich, nie so ganz zu Hause war. Aber ja, wie gesagt, die Schwangerschaft, die Geburt und dann auch das Begleiten meiner Tochter haben mich dann wirklich nochmal total aufgerüttelt und ja, mit dem Ergebnis, was machst du da eigentlich? Und ist das noch gut? Und es hat sich natürlich auch, jetzt ist sie 3,5, im Laufe dieser Zeit entwickelt, langsam. Ne? Wir haben jetzt erstmal gesagt, ja, wir wollen erstmal vor 3 in keinen Kindergarten. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir wollen keinen Kindergarten. Und dann haben wir ja im Laufe dieser ganzen Entwicklung auch irgendwann das Thema Freilernen entdeckt. Und also schon relativ früh, ich war schon Feuer und Flamme schon ganz früh und habe dann meinen Mann noch ein bisschen mit überzeugt. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall, stehen wir total dahinter und wollen das auch gerne machen. Und also, wenn es jetzt eine sehr, sehr freie, demokratische Schule wäre, ja, dann könnte ich mir das auch nochmal überlegen. Aber so jetzt komplett staatlicher Schuldienst, so wie er heute sich präsentiert, nein, das könnte ich nicht mehr machen. Also da hast du deine Entscheidung jetzt getroffen. Ne? So ja. Staatliche Schule als Grundschullehrerin, das ist nicht mehr dein Weg. Also ich sage immer, so ein halbes Jahr könntest du vielleicht nochmal machen. Aber also ich will nicht sagen, dass es mir nie Spaß gemacht hat und ich will auch nicht sagen, dass es den Kindern nie Spaß gemacht hat, ja. Aber heute habe ich einfach das Bewusstsein, dass ich sage, es war schön, aber es war nicht ganz richtig, ja. Also, weil ja das System doch auf Zwang aufbaut, auf Hierarchien aufbaut und weil es halt auch nicht für alle Kinder immer schön ist. Wie könntest du dir das so vorstellen? Was wäre so deine Idealvorstellung? Du hast ja jetzt auch ihr habt eine Tochter, eine 3,5-Jährige, wenn die dann praktisch dann die Reife hat für Bildung. Wie könntest du dir vorstellen, was wäre für dich so eine freiheitliche, so Bildungsfreiheit? Wie könntest du dir vorstellen, was wünschst du dir für Deutschland? Jetzt als auch als Grundschullehrerin. Ich meine, du hast ja Einblicke, ne? Du hast ja Grundschullehrerin, hast du dann auch alle Mathe, Deutsch, alle Fächer, so Sachkunde gehabt, so, ne? Genau. Du musst ja auch als Grundschullehrer sowieso alles unterrichten. Also außer Sport, da braucht man eine extra Befähigung. Mhm. Aber du kannst Ethik unterrichten, Kunst, Werken, alles ohne eigentlich spezielle Ausbildung. Ja, das möchte ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen.
Und habe ich ja auch alles schon gemacht. Und ja. Wie könntest du dir das vorstellen? Was wäre so der Idealfall für dich? Wie könnte das nach deinem Idealfall hier in Deutschland aussehen? Bildungsfreiheit. Also als Endzustand oder als wie der Übergang vielleicht? Also wie du das gerne, was so deine Vision dafür ist, für was du dich einsetzt. Du arbeitest ja auch auf deinem Kanal, hast du ja solche Inhalte auf deiner Webseite. Also du gehst schon nach außen und versuchst eine Aufklärungsarbeit zu machen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt erstmal, dass es vielleicht auch Schulen gibt, wenn das für manche Familien wichtig ist, aber dass sie natürlich auf Augenhöhe mit den Kindern umgehen, die Kinder begleiten und also im Idealfall für mich persönlich wäre Freilernen und Angebote, ja, also Räume, Lernorte, an denen es Angebote gibt. Und auf jeden Fall ohne Schulpflicht, ohne Schulzwang, weil das finde ich ganz sinnlos, wenn jemand das wirklich nicht möchte, entweder aus gesundheitlichen Gründen, die aber nicht gesundheitlich genug sind, um die Kinder von der Schulpflicht zu befreien oder aus sonst was für Gründen. Also das muss gehen, das darf gehen, denke ich, weil das auch nicht mehr zeitgemäß ist. Also Angebote auf jeden Fall auf Augenhöhe und einfach das Kind mal wieder zu nehmen als jemanden, der schon eine Persönlichkeit ist, der schon gewisse Dinge, gewisse Themen, gewisse Talente mitbringt auf diese Erde und die dann, also ihn oder sie dabei zu unterstützen, diese Fähigkeiten zu entfalten und nicht zu sagen, so, ich möchte, dass du das, das und das lernst, sondern zu schauen, was ist für dich gerade dran, was ist dein Thema und halt mit offenem Herzen für die Kinder, das ist das eigentlich das Allerwichtigste. Und damit könnten wir auch anfangen, ja, unser Herz wieder zu öffnen für die Bedürfnisse der Kinder und nicht immer über die Kinder hinweg unsere Bedürfnisse überstülpen. Ich hatte ja auch kürzlich ein Gespräch mit einem Schulleiter und einer Klassenlehrerin und die können ja mit den Begriffen Bildungsfreiheit und bedürfnisorientiertes Begleiten nicht so viel anfangen, beziehungsweise haben diese beiden Begriffe bei ihnen starke Grenzen, ne? Also weil sie so in diesen alten Strukturen drin sind. Aber ich denke auch, Schulen soll es auf alle Fälle weitergeben, weil es gibt immer noch eine Mehrzahl der Kinder, die sich da arrangieren können, auch Eltern, aber eben für Kinder auch die, du hast ja auch erwähnt, du bist hochsensibel, also auch für die Kinder, die feinfühliger sind, die gar nicht in so großen Klassen lernen können. Und ich bin ja auch immer, ich habe mich ja schon viele Jahre damit jetzt auch beschäftigt, wie du auch, dass auch Kinder, dass es ein gewisses Zeitfenster gibt, wann Kinder offen sind für bestimmte Themen. Und das wird ja in der Schule überhaupt nicht berücksichtigt. Also ja. Ich möchte da mal ein Beispiel nennen. Also ich hatte das Glück, ich ging von der 1. bis zur 10. Klasse in eine Schule. Das war damals noch so. Und das war wirklich ein Glücksfall. Also ich finde es auch total problematisch, jetzt in der 3. Klasse schon entscheiden zu müssen, in welche Schule das Kind geht. Ob es in eine Hauptschule geht, ins Gymnasium oder auf eine Realschule. Bis zur 8. Klasse, dann wäre ich auch aufs Gymnasium. Ich bin erstmal bis zur 10. Klasse weitergegangen in meine alte Schule. Ich habe dann das Abitur später nachgeholt. Aber wir hatten zum Beispiel auch eine Mitschülerin, die hat in den ersten Jahren immer sehr schlecht gelesen und sehr schlecht gerechnet. Also wir hatten dann immer so noch so in der Grundschulphase so Vorleserunden. Und wenn dann immer diese Mitschülerin krank kam, haben dann alle schon, jetzt dauert das wieder so ewig, so nach dem Motto. Und bei ihr war das tatsächlich so, sag ich mal so, das Zeitfenster für Mathematik zum Beispiel, das öffnete sich bei ihr, glaube ich, so in der 7. Klasse. Und sie, da war das auch so eine Phase, wo wir immer viele Vorträge halten mussten, auch in Physik und in irgendwelchen Fächern und keiner wollte das machen. Und diese Mitschülerin hat sich immer gemeldet. Die hat alle Vorträge gemacht, die keiner machen wollte. Die war auf einmal gut in Deutsch, in Mathe. Und die hat dann später das Abitur gemacht, ne? Die hat eher ja, das ist so das Aufblühen, ne? Da muss ich immer dran denken, wenn diese Mitschülerin in der heutigen Zeit in die Schule gehen würde, die würde wahrscheinlich auf der Hauptschule landen. Die war wirklich, es fiel ihr wirklich schwer am Anfang, das Lesen und das Rechnen. Und bei ihr hat sich das erst so 6., 7. Klasse, war dann das Zeitfenster auf einmal geöffnet und es war faszinierend zu beobachten, wie sie da über sich hinaus wuchs und da wirklich auch viel Freude daran hatte. Ne? Und das heutige Schulsystem, da würde so ein Kind fast verloren gehen. Ne? Ja, die Freude, ne? Das ist so der Motor. Ganz wichtig. Also, und das habe ich halt auch erlebt, aber viel zu selten. Also das habe ich auch mal in einem Video gesagt. Wir haben ja Lesen durch Schreiben gemacht. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, weil das ja jetzt auch wieder abgeschafft werden soll, weil wir haben ja jetzt nur noch so einen kleinen Raum, in dem unsere Kinder marschieren dürfen.
und es wird immer mehr eingeengt. Und der hatte halt zum ersten Mal, ich habe dann was gelesen, was er geschrieben hatte, ich habe es lesen können und das war für den so toll, der hat mich so angestrahlt, wirklich voller Freude. Und das war toll für mich, aber es war wirklich so selten. Ja, also, dass man so richtig so die Begeisterung und die Motivation gespürt hat, die eigentlich ganz typisch ist für Kinder. Ja. Ja. Also es fehlen einfach in Deutschland auch flächendeckend einfach Strukturen, die die Kinder eben bedürfnisorientiert begleiten. Ne? Das gibt dieses alte System ja gar nicht her. Also ja. Ich glaube, das sagen auch schon einige Philosophen oder auch hier der Gerhard Hüther sagt das ja auch, dass dieses Schulsystem einfach, also das muss einfach überholt werden. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und wir brauchen ja eigentlich, sagt man immer, für diese neue Zeit, die auf uns zukommt, brauchen wir Menschen, Kinder mit innovativem, kreativem Geist, flexiblen Geist, ne? Nicht Geist, der so klein gehalten wird. Ja, deswegen ist auch in der Zeit, wirklich sich da mal Gedanken machen. Aber die Schulpflicht ist halt hier schon, ich glaube, seit 1919, seit der Weimarer Republik etabliert, die Schulpflicht. Mhm. Es gibt viele Länder, USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, wo das eben gelockert ist. Da kann man, wenn man eben als Eltern merkt, mein Kind ist nicht für so ein Lernen in der Schule geeignet, da kann man sich darauf einstellen, entweder Homeschooling zu machen oder Freilernen. Und hier hat man eben die Wahl nicht. Also ich kenne viele, die ausgewandert sind, um ihren Kindern Bildungsfreiheit zu ermöglichen. Und es kann ja auch nicht sein, dass man, wo man seine Wurzeln hat, den Rücken kehren muss, weil man dem Kind Bildungsfreiheit ermöglichen möchte. Das sollte auch hier in Deutschland möglich sein, gerade eben in Deutschland. Ne? Dem Land, unbedingt. Man sagt immer, dem Land der Dichter und Denker. Ne? Da, ja. Das Gefühl, das geht auch unter, ne? Da ist nicht mehr so viel zu spüren. Ja, also das sollte auf jeden Fall mal wiederbelebt werden. Also für dich steht fest, du gehst erstmal nicht mehr in den Grundschullehrerberuf und widmest dich auch weiter so dieser Aufklärung und die Menschen. Auf jeden Fall, ja. Lernen über unser Bildungssystem und neue Wege aufzuzeigen, was für Kinder. Ja, auch halt, wo die eigene Freude liegt, die eigene Motivation. Und das ist ja auch das, was die Kinder, das ist das Wichtigste eigentlich, was sie lernen müssen. Dass sie das tun können, was ihnen Freude macht und dass sie sich nicht quälen müssen mit irgendwas, was ihnen keine Freude macht. Also das kann mal dazugehören auf dem Weg, ja, aber das sollte nicht der Grundzustand sein. Und für viele Kinder im Schulsystem ist es der Grundzustand. So dieses ich muss. Und Also, was ich auch nochmal zum Schluss so sagen wollte, so am nachhaltigsten ist ja das Lernen, wenn man es aus freien Stücken macht. Oder muss man ja auch nicht auswendig lernen. Meine Erfahrung, es war immer, wenn mich irgendwas interessiert hat, musste ich es nicht auswendig lernen. Und alles das, was mich nicht so interessiert hat, was ich für eine Note auswendig gelernt habe, habe ich auch wieder vergessen. Also, ja, das ist ja, und es gibt ja auch die Studien, ja, die sagen, dass wirklich über 80-90% des Wissens, was wir so angehäuft haben, eigentlich, also nicht angehäuft, weil es ist dann einfach wieder weg. Und so wichtige Themen wie auch gewaltfreie Kommunikation, wie man sich gesund ernährt, wie man mit Geld umgeht, wie man selbstständiger wird, wie Nahrungsmittel wachsen. Also es gibt da so viele wichtige Themen, die irgendwie gar nicht angeschnitten werden. So. Ganz genau, ja. Viele Themen in der Schule, wo ich immer denke, das sind alles nur Theorien, wie zum Beispiel die Evolutionstheorie. Damit habe ich mich auch lange, lange, lange beschäftigt. Ich wollte immer so Paläoanthropologin werden, hätte das auch gerne studiert. Und heute bin ich so froh, dass ich das nicht studiert habe, weil das so viel Theorie ist, aber das wird in den Schulbüchern noch so gelehrt. Das ist so, so passiert. Und da gibt es viele Themen in Schulbüchern. Ja, das könnte auch überholt werden und eher Themen eingebracht werden, die einfach lebensnah sind. Es gibt ja auch einige Schulen, ne, die eher so Werkstätten haben und sich auch lebensnah die Kinder unterrichten. So. Also es gibt schon tolle Schulen, die das... aber halt nicht für die Masse. Ne? Aber nicht für die Masse. Und das ist das. Es müsste eigentlich auch für die Masse offen stehen. Ne? Ja, hat jeder verdient. Ja, liebe Julia, ich danke dir ganz sehr für dieses Interview. Und ich möchte noch sagen, es wird noch mindestens 1-2 Videos mit der Julia geben. Wir haben uns noch ein paar Themen überlegt, weil das Thema ist für mich schon seit Jahren so wichtig. Und ich habe das bis jetzt noch nicht so, nur ein paar Videos gemacht, habe das noch nicht so in die Öffentlichkeit getragen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, da immer mal jetzt wieder Videos zu veröffentlichen. Und ja, an die Zuschauer, mich interessiert oder uns interessiert natürlich eure Meinung. Wie denkt ihr zu diesem Thema Bildungsfreiheit, bedürfnisorientierte Begleiten? Was sind eure Erfahrungen in der Schule damals, wenn ihr Kinder habt? Wie habt ihr jetzt, welchen Blick habt ihr da jetzt drauf? Welche Erfahrungen macht ihr? Wir freuen uns natürlich über Feedback
um konstruktive Kritik auch. Alle Gedanken, Meinungen sind willkommen, solange sie sachlich bleiben. Vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank auch an dich. Und ich freue mich auf das nächste Interview auf alle Fälle. Und an die Zuschauer, wünschen euch auf alle Fälle noch eine wundervolle Zeit und bis ganz bald.